Hallo bei mir im Küchengarten. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Das bringt mich auch gleich zum ersten Thema dieses neuen Videos von mir. Und zwar startet heute der große Garten-YouTuber-Adventkalender. Ich verlinke euch Max' Kanal von der Gartenkanal. Dort geht's los. Und ab heute gibt es jeden Tag einen oder mehrere Kanäle, Gartenkanäle, die ein Türchen, ein virtuelles Türchen öffnen, sich vorstellen, ein tolles Video mit euch teilen, Tipps und Tricks präsentieren und es gibt auch jedes Mal etwas zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, so wird die Winterzeit für uns Gartenbegeisterte etwas kurzweiliger, weil man ja jetzt nicht so viel draußen machen kann. Bei mir schneit es zum Beispiel schon seit einer Woche, da ist jetzt an Gartenarbeit wirklich nicht mehr zu denken. Also schaut euch an, was die Gartenkanäle auf die Beine gestellt haben. Auch ich bin dieses Jahr mit dabei, ich freue mich riesig und ich werde am Samstag, den 4. Dezember, das Türchen für euch öffnen. Ich hoffe, ihr schaut dann auch bei mir wieder herein. Ja, wie gesagt, bei mir schneit es schon seit einer Woche. Gartenarbeit ist jetzt mal für den Rest des Jahres vorbei. Also kann ich mich wieder um meine heißgeliebten Zimmerpflanzen kümmern. Man holt sich das Grün, die gute Laune und die Entspannung dieser lebenden Zimmergenossen herein ins Haus. Ich möchte euch heute meine zweitliebste Orchideenart vorstellen, neben der Phalaenopsis. In meiner Playlist Alles über Orchideen sind schon einige Videos zur Phalaenopsis drinnen. Schaut euch die gerne an. Ich verlinke euch das erste hier oben, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie ich es mache, wie es bei mir klappt. Und heute zeige ich euch eine Orchidee, die auch immer mehr am Vormarsch ist in unseren Wohnzimmern oder Wintergärten oder Pflanzzimmern. Und zwar ist das die, der lateinische Name ist jetzt etwas schwierig, die Papiopedilum. Also ob ich das jetzt richtig ausspreche, weiß ich gar nicht. Ich nenne sie einfach immer Frauenschuh oder korrekterweise würde sie Venusschuh heißen. Und zwar kommt diese Bezeichnung daher, weil die Blüten die Form eines Schuhs haben. Das ist jetzt auch mit sehr viel Fantasie zu betrachten, aber danach wurde sie benannt. Neben der Phalaenopsis ist sie eine der häufigsten Orchideen, die jetzt auch schon in Discountern erhältlich ist. Zum Beispiel war ich gerade diese Woche in einem namhaften Discounter einkaufen und ihr könnt euch meine Verzückung vorstellen, wie ich dort eine ganze Reihe von diesen herrlichen Frauenschuh-Orchideen gesehen habe. Das war jetzt diese hier zu einem Spottpreis, also nur die Hälfte, die ich im Gartencenter bezahlen würde. Sogar weniger als die Hälfte war es, wenn ich mir das richtig überlege. Da habe ich gleich zugeschlagen, weil jetzt kommt Weihnachten und für Orchideenbegeisterte ist das auch immer ein gutes Weihnachtsgeschenk. Beheimatet sind diese Orchideen ursprünglich in Indien, Malaysia, auf Borneo, den Philippinen und in Thailand. Und im Unterschied zu den Phalaenopsis sind die Frauenschuh-Orchideen keine Aufsitzerpflanzen, sondern sie wachsen unter den Bäumen im Schatten oder Halbschatten in einem erdähnlichen, luftdurchlässigen, organischen Substrat. Es gibt mehr als 100 verschiedene Untergruppen dieser Papiopedilum-Orchideen. Grob unterteilen lässt sie sich aber in drei Gruppen. Und zwar wird es an den Blättern unterteilt. Und zwar wie hier diese grob fleckigen Blätter. Dann rein grün mit schmalen Blättern. Und dann gibt es auch noch rein grün mit breiten Blättern. Da habe ich jetzt gar keine da. Aber man kann sich vorstellen, sie sollten eben breiter sein als das hier. Und je nachdem, welche Art es ist, stellen sie unterschiedliche Ansprüche an den Standort. Die Orchideen mit den gefleckten Blättern bevorzugen einen halbschattigen Standort. Das heißt, sie können auch einige Stunden Morgen- und Abendsonne vertragen. Ein West- und Ostfenster ist hier möglich.
und jene mit den einfärbigen grünen Blättern bevorzugen einen schattigen Standort, die vertragen überhaupt kein direktes Sonnenlicht. Die Papiopedilum-Orchidee, die Venusschuh-Orchidee, wächst in Horsten. Das sieht man hier recht gut. Diese Pflanze habe ich schon 2 Jahre im Vergleich zu dieser hier. Die ist ganz neu. Unter der Erde befinden sich kurze Rhizome und aus diesen wachsen hier diese Blattbüschel heraus. Hier sieht man schon 2 Blattbüschel. Und hier bei dieser Orchidee haben wir, die viel kräftiger und größer ist, 1, 2, 3, 4 Blattbüschel. Das Tolle daran ist, dass man durch Wurzelteilung diese Orchidee vermehren kann. Das werden wir heute auch noch machen an dieser großen. Da kann man wirklich schon schön vermehren, denn das Vermehren durch Samen ist sehr kompliziert und gelingt nicht sehr gut. Was verwendet man nun also für ein Substrat für die Frauenschuh-Orchidee in Anlehnung an die Natur, wie sie wächst, unter den Bäumen in organischem Material, was sich dort eben ansammelt, wie Rinde, Borke, Moos, Kokosfasern und Holzstückchen. Zusätzlich mische ich, also ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich mir mein Orchideensubstrat immer sehr gerne selbst mische, weil ich auf jede Art Orchidee so speziell eingehen kann und das Ganze besser im Griff habe. Und bei den gekauften Orchideen Erde sollte es ja eigentlich nie sein, schon oft auf die Nase gefallen bin. So mache ich mir das hier bei der Papiopedilum-Orchidee auch. Ich habe mir das hier eben aus grober, also na, das ist eigentlich eher feine Pinienrinde plus grobe Kokosfasern. Zusätzlich habe ich dann noch Perlite dazu gemischt zur besseren Durchlüftung und zum Wasserspeicher. Und was ich hier auch noch besonders gern mache, kleiner Geheimtipp, ist Holzasche, Holzkohle dazu mischen, die auch noch desinfizierend wirkt. Und jetzt habe ich hier ein wunderbares Gemisch, was den Bedürfnissen dieser herrlichen Papiopedilum-Orchidee absolut gerecht wird. Und jetzt schauen wir uns an, wie die im Topf ausschaut, meine 2- bis 3-Jährige, wie die Wurzeln ausschauen im Vergleich zur Phalaenopsis und ob wir sie teilen können. Man sollte so eine Papiopedilum-Orchidee sowieso regelmäßig umtopfen, weil sich das Substrat natürlich zersetzt, das Organische, und man möchte gerne eine Durchlässigkeit des Substrates gewährleisten. Es soll nicht zu dicht werden. So, das ist hier eigentlich der Fall. Das Substrat war eigentlich noch schön durchlässig. Hier sieht man jetzt gleich auf den ersten Blick, dass die Wurzeln komplett anders aussehen als bei der Phalaenopsis. Sie sind eben nicht photosynthesefähig, deswegen kann man sie auch gut in einem dunklen Topf aufbewahren. Was jetzt hier ein bisschen schwieriger ist, herauszufinden, welche Wurzeln schon abgefault sind oder nicht mehr funktionstüchtig, weil man das an der Farbe nicht erkennt, wie bei der Phalaenopsis. Allerdings geht man hier jetzt einfach nach dem Tastprinzip. Gesunde Wurzeln sind schön fest und widerstandsfähig. Und schauen wir mal, ob wir jetzt hier eine verfaulte Wurzel finden. Ich weiß jetzt gar nicht, die sind alle eigentlich wunderbar, aber die werden, ah ja, hier. Hier habe ich jetzt was, hier unten ist sie auch noch wunderbar, aber hier oben, seht ihr das? Hier oben, matschig, hier löst sich auch schon die äußere Schicht ab.
hier ist sie kaputt, also hier werde ich schneiden. Also hier geht man nach dem Tastprinzip. Nachdem ich die Wurzeln gründlich vom alten Substrat gereinigt hatte, sind diese Blattbüschel eigentlich schon von selbst auseinandergefallen. Ich musste überhaupt nichts schneiden. Normalerweise trennt man die mit einem scharfen Messer. Es kamen dabei 3 Stück heraus, 2, wo eine stattliche Anzahl Wurzeln erhalten blieb. Und eines, das seht ihr hier oben, wo wirklich nur eine kleine Stummelwurzel dran war, die werde ich dann speziell behandeln, das zeige ich später. Und die 2 anderen Teile pflanze ich nun in Substrat. Mit diesem Stück, bei dem hier nur so eine kleine Wurzel dran geblieben ist, seht ihr das hier? Da ist hier ein kleines Wurzelstück. Hier bilden sich schon neue aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich reicht zum Überleben. Jetzt versuche ich hier möglichst gut eine Versorgung mit Feuchtigkeit zu gewährleisten. Plus neues Wurzelwachstum anzuregen. Und das mache ich. Ich habe hier so eine Keramikuntersetzer und hier habe ich Sphagnummoos. Und jetzt bette ich dieses Rhizom hier in dieses Sphagnummoos. Und das werde ich jetzt immer gleichmäßig feucht halten, immer mit Wasser besprühen. Und dann schaue ich mir nach einiger Zeit an, wie es sich da drinnen tut. Was gibt es noch über die Frauenschuhorchidee zu sagen? Das Gießen ist natürlich ein wichtiger Punkt. Da verhält es sich ähnlich wie bei der Phalaenopsis-Orchidee. Das Tauchen, das regelmäßige, ist die beste Variante, da auch diese Wurzeln beleidigt auf Staunässe reagieren. Das mögen sie nicht. Allerdings sollte das Substrat anders als bei der Phalaenopsis nie komplett austrocknen, sondern immer leicht feucht sein. Wenn man merkt, es fängt an anzutrocknen, dann ist es Zeit für den nächsten Tauchgang. Auch muss man aufpassen auf Wasserrückstände in den Blattachseln, weil auch darauf reagiert die Orchidee gerne beleidigt und es kann zu Fäulnis kommen. Zum Düngen der Frauenschuh-Orchidee gibt es auch noch zu sagen, dass sie einen recht hohen Nährstoffbedarf hat. Das heißt, im Sommer alle 2 bis 3 Wochen mit einem Orchideendünger düngen und im Winter alle 5 bis 6 Wochen. Wie gefällt euch die Frauenschuh-Orchidee? Begeistert sie euch auch so wie mich? Lasst mir doch gerne einen Kommentar da, ob ihr so eine schon besitzt oder ob ihr euch vielleicht überlegt, so eine anzuschaffen. Ich danke euch sehr, dass ihr mir heute zugesehen habt. Vergesst nicht, beim Adventkalender der Garten-YouTuber dabei zu sein. Ich verlinke ihn nochmal hier oben in der Ecke. Ich hoffe, ihr schaut auf jeden Fall am 4. Dezember zu, am Samstag, wenn ich das 4. Türchen dieses Adventkalenders öffne. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin genießt die Adventzeit. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Und hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder, in diesem Fall Samstag, hier auf meinem Kanal im Küchengarten. Bis dann!